Hallo, heute kommt endlich mein Geburtstagshaul-Video. Ich hatte jetzt schon wieder fast vor über einem Monat Geburtstag, bin jetzt endlich 17 Jahre alt. Und ja, irgendwie finde ich das heute komisch, das Video zu drehen. Ich war jetzt vorhin beim Friseur und habe jetzt so einen leichten Strähnchenansatz, weil Balayage konnte mein Friseur nicht so. Und da habe ich es so ausprobiert, aber jetzt bin ich irgendwie noch nicht so zufrieden. Und ja, deswegen fühle ich mich vielleicht in dem Video jetzt ein bisschen unwohl. Und ja, zu meinem Geburtstagshaul-Video. Ich habe mir ein ganz großes Geschenk selber gemacht. Und zwar habe ich meinen Führerschein zu meinem 17. Geburtstag gemacht. Ich weiß nicht, ob das überall in allen Bundesländern alles geht mit diesem Führerschein ab 17. Aber das ist halt begleitendes Fahren mit deinen Eltern. Und das habe ich gemacht und habe dann auch zum Glück bestanden und bin dann an meinem Geburtstag erstmal meinen Führerschein abholen gegangen. Mein Geburtstag war sehr schön. Meine Freunde und Familie und alle, wo ich lieb habe, waren da und es hat mich sehr gefreut. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die Geschenke und wir legen gleich los. Ich fange mit Kleinigkeiten an und zwar habe ich einmal so ein süßes Smiley-Emotion-Kissen bekommen von meinen Freundinnen, von drei sehr, sehr guten Freundinnen und dazu habe ich noch einen Sekt dazu bekommen und Schokolade, genau. Also ich habe so am meisten zu meinem Geburtstag Geld bekommen für mein Auto, wo ich mir kaufen will. Ich habe Gutscheine bekommen, aber da zeige ich euch auch noch drei Sachen, wo ich mir von den Gutscheinen gekauft habe. Ich habe einmal einen DM-Gutschein, einen Müller-Gutschein und einen Douglas-Gutschein und von dem Müller- und DM-Gutschein zeige ich euch die Sachen. Und DM-Gutschein habe ich mir einfach so, da habe ich sogar schon DM-Haul darüber gedreht. Machen wir mal mit einem ganz großen Geschenk weiter. Und zwar dem hier. Ich habe einen riesen Teddy bekommen. Zieht euch mal, wie groß der ist. Der steht jetzt immer in meinem Bett und knuddelt mit mir, wenn mein Freund nicht da ist. Und der ist jetzt schon ein sehr süßer. Ihr könnt ihn ja mal taufen, dann wird es mein Maskottchen. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Also falls ihr Namen für ihn habt, schreibt ihn in die Kommentare. Der sitzt jetzt mal da unten. Dann habe ich von meiner Cousine noch Schuhe bekommen, die ich schon sehr lange wollte. Und zwar die Adidas Superstar in weiß-schwarz. Die schauen jetzt schon wieder voll dreckig aus. Ich habe sie jetzt gerade mal einen Monat. Aber ja, die habe ich mir einmal noch bekommen. Ja. So, jetzt drehe ich mich mal um. Dann habe ich von meiner besten Freundin eben diesen Douglas-Gutschein bekommen und ein Bodyspray von Victoria's Secret, weil ich ihr da mal einfach gesagt habe, dass ich sonst mal wieder will. Und es riecht echt gut. Es ist Red Plum and Freesia und es riecht sehr, sehr, sehr lecker. Also ich finde es besser immer wie so ein Parfüm, weil so ein Bodyspray kann man zwischendrin mal auftragen. Dann habe ich ein Armband bekommen von Fossil. Und zwar ist das, also ich hoffe, ihr könnt es sehen, das ist so in zwei verschiedenen Farben. Einmal so ein dunkles Rot und so ein hellrosa. Und das wickelt man dann praktisch so und macht das dann so zu. Und dann ist das so ein Wickelarmband. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt verstehen. Und das ist halt von Fossil, das habe ich auch noch bekommen. Und dann zeige ich euch noch gleich die drei Sachen, die ich mir von Gutschein gekauft habe, weil das ist ja sozusagen auch ein Geschenk. Ich habe mir halt von dem Gutschein für mich was Gutes gekauft. Ich habe mir auch zum Beispiel vom Geld noch eine Winterjacke für 180 Euro gekauft, aber ja. Und zwar habe ich mir einmal im Douglas das NYX Stay Matte But Not Flat Powder Foundation gekauft in der Nummer Nude Defane 02. Dazu habe ich mir den passenden NYX HD Concealer in der Nummer 01 gekauft. Ich blende euch die Farben nochmal näher ein. Und dann habe ich mir noch meinen allerersten Matte Lippenstift gekauft. Oh mein Gott, ich bin so stolz. Und zwar die Nummer Retro Matte Runway Hit. Und zwar ist es halt ein matter Lippenstift. Werde ich euch auch nochmal genauer einblenden. Und ja, dann kommen wir schon zum letzten Geschenk. Und bei dem Geschenk sind viele Tränen geflossen, weil ich nie gedacht hätte, dass ich ein... Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ein iPhone 6S in Rose bekomme. Ich war zu Tränen gerührt. Meine Mama hat direkt in mein Herz getroffen. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Handy zu meinem 17. Geburtstag bekomme. Mein iPhone 5S hat mir halt nicht mehr so getaugt. Und ich habe halt gesagt zu meiner Mama, einmal von dem Geld, wo ich von euch bekomme, werde ich mir dann mein neues iPhone kaufen. Und ich will das iPhone 6S. Dann habe ich mir das auch mal im Mediamarkt angeschaut und alles. Und habe gesagt, ja, das will ich.
Und jetzt habe ich es einfach so zum Geburtstag bekommen. Mein Gott, ich war überglücklich. Ich bin voll zufrieden zurzeit noch mit dem Handy. Zurzeit, meistens ist man dann so nach ein paar Wochen nicht mehr zufrieden. Aber bis jetzt liebe ich es über alles. Dann habe ich mir noch gleich zwei Handyhüllen dazu gekauft. Und zwar einmal eine durchsichtige, weil ich zurzeit halt dieses Rose noch gern sehen möchte. Man hat ja dann nach einer Zeit so keine Lust mehr. Und dann kauft man sich auch mal bunte Handyhüllen oder so. Und dann habe ich mir noch eine Art Fortgehülle gekauft, weil ich vor zwei Wochen ungefähr meinen Ausweis verloren habe. Und das sollte mir jetzt nicht mehr passieren. Und die Hülle kennen bestimmt auch viele. Und zwar kann man die da hinten aufmachen und hat dann einmal einen Spiegel und hier solche Kartenfächer, was ich auch sehr cool finde. Und ja, die habe ich mir dann noch dazu gekauft. Und das sind meine ganzen Geburtstagsgeschenke. Ich habe nicht, was heißt hier, nicht viel bekommen. Es kommt jetzt von der Menge nicht drauf an. Trotzdem, ich wollte nicht mehr und ich bin voll zufrieden. Ich meine, mehr muss ich nicht sagen. Und so bin ich echt. Oh mein Gott. Und jetzt kommt dann schon wieder Weihnachten und dann nächstes Jahr werde ich 18, dann bin ich volljährig und kann alles machen, was ich will. Ja, okay, nicht alles, aber so, was ich will. So. Und ja, deswegen. Jetzt kommt dann bald eine Christmas-Serie von mir. Ich bin noch unschlüssig, ob ich December oder Beauty Christmas nehme. Ich bin heute ein bisschen verpeilt, weil ich irgendwie die ganze Zeit in den Bildschirm schauen muss und meine Haare mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Namen ihr schöner findet und welche Videos ihr zu Weihnachten und so von mir sehen wollt. Und dann war es das für das Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao!